Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Debatte um TTIP hat ja nicht erst im März begonnen, als der Antrag der Piraten hier gestellt wurde. Nein, im Februar hat bereits der Kulturausschuss dankenswerterweise die erste Anhörung zum Thema TTIP durchgeführt. Und Herr Zimmermann vom Deutschen Kulturrat hat dort Rede und Antwort gestanden. Im März gab es die Plenumsdebatte und ist darauf verwiesen worden, der Herr Zimmermann hat eindrucksvoll hier rote Linien bei ISDS und den Rechten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aufgestellt. Wir hatten im Juni dann die Anhörung im Europaausschuss und im Rechtsausschuss, der auch für Verbraucherschutz zuständig ist. Und die Anzuhörenden aus dem EP, vom DGB und vom Forum Umwelt und Entwicklung haben auf eine Reihe von Problemen und Fallstricken hingewiesen, die in der Debatte tatsächlich in den Ausschüssen auch hin und her gewälzt worden sind. Aber was passiert heute? Die Koalition lehnt die vorgelegten Anträge ab und wie gesagt, in den Ausschussberatungen, sowohl im Wirtschaftsausschuss als auch im Europaausschuss, sind keine Änderungsanträge gestellt worden. Also, das heißt, das Abgeordnetenhaus würde, wenn es nach der Mehrheit hier heute geht, nichts beschließen zu der Diskussion um die Freihandelsabkommen CETA und TTIP. Und da muss man mal sagen, Moment mal, das Berliner Abgeordnetenhaus äußert sich nicht, wenn die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Gefahr sind. Wir äußern uns nicht, wenn Verbraucherschutzstandards in Gefahr sind. Und in der Tat, Frau Bentele, die sind in Gefahr, weil wir unterschiedliche Prinzipien beim Verbraucherschutz zwischen den USA und der EU haben. Auf der einen Seite das Vorsorgeprinzip, auf der anderen Seite das Nachsorgeprinzip. Dass da Zweifel und Skepsis bestehen, muss doch eigentlich jedem klar sein. Das Berliner Abgeordnetenhaus äußert sich nicht, wenn Unterentwicklung im globalen Süden fortgeschrieben und verschärft wird. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf einen aktuellen Bericht in der Süddeutschen Zeitung, der ein Sinken des Pro-Kopf-Einkommens beispielsweise in Mexiko von über 7% durch das Freihandelsabkommen vorsieht. Und wenn wir uns dieser Tage mit der Situation von Flüchtlingen in unserer Stadt beschäftigen, dann hat auch das damit zu tun, weil Unterentwicklung und fortgeschriebene Unterentwicklung führt dazu, dass Menschen ihre Heimat verlassen, weil sie keine Perspektive mehr zu Hause für sich sehen. Und das heißt sozusagen, wir bekämpfen an dieser Stelle eben keine Fluchtursachen, sondern wir verschärfen sie. Und das muss an der Stelle, finde ich, auch mal gesagt werden, weil es hat mit unserer Stadt zu tun. Wir äußern uns nicht zu ISDS und es ist beschönigend hier oft in den Debatten als Streitbeilegungsmechanismus benannt. Wir äußern uns nicht dazu, wenn über ISDS gewählte Parlamente entmachtet werden. Und, Frau Bentele, wir äußern uns auch nicht, wenn sogar 85% des deutschen Mittelstandes sich skeptisch zu TTIP und CETA äußern. Wir als Linke fanden, dass es nicht richtig ist und wollten an der Stelle auch dem Bundeswirtschaftsminister, der ja tapfer gegen ISDS kämpft, den Rücken stärken. Und deshalb haben wir eigentlich die Aufgabe der SPD übernommen und einen Änderungsantrag mit den anderen Oppositionsfraktionen vorgelegt, der die roten Linien, die Herr Zimmermann hier im März formuliert hat, aufnimmt. Wenig erstaunlich, wie gesagt, kommt er Ihnen bekannt vor, weil viele von Ihnen aus der SPD-Fraktion haben am Samstag dazu das Ärmchen gehoben. Das ist nämlich ein Beschluss Ihres Landesparteitages. Und Frau Bentele und Herr Zimmermann, wir im Abgeordnetenhaus haben doch damit zu tun. Wir wissen nicht erst seit dem Gutachten von Herrn Gabriel, dass TTIP und CETA mitbestimmungspflichtig sind durch die Länder. Im Bundesrat ist darüber zu entscheiden. Also haben wir damit zu tun. Also, wir wollen Ihnen auf die Sprünge helfen. Der Senat soll beauftragt werden, nicht zuzustimmen, wenn die roten Linien überschritten werden. Also kein Investitionsschutz, kein Klagerecht gegen Staaten durch Unternehmen. Keine Liberalisierung nur über eine Positivliste und nicht über eine Negativliste. Einhaltung und Umsetzung der ILO-Kernarbeitsnormen, die übrigens auch durch CETA gefährdet sind. Kanada hat nämlich auch nur 6 von 8 ILO-Kernarbeitsnormen ratifiziert. Die Erhöhung der Umwelt- und Verbraucherschutzstandards als Vertragsziele und das Letztentscheidungsrecht der Parlamente. Also klar, deutlich, transparent und konsequent.
Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, Sie entscheiden jetzt sozusagen, ob wir als Berliner Parlament uns dazu äußern. In dem Sinne, wie Ihr Parteitag es auch beschlossen hat. Ich denke, wir müssen als Berliner Landesparlament unsere Stimme erheben, als für die Stadt in der Auseinandersetzung über TTIP und CETA, damit die Tausenden, die die Europäische Bürgerinitiative bisher unterschrieben haben, und es sind bis heute 884.431, davon viele aus unserer Stadt, sagen können, oh, Herr Müller ist gar nicht da, aber sagen können, geht doch, wir können Probleme lösen und wir werden auch nach vorne arbeiten. Danke.